Dann bitte. So, fertig. Hallöchen und einen wunderschönen guten Morgen. Warum sage ich guten Morgen? Ihr seht, ich bin gerade aufgestanden. Mir ist nämlich direkt, als ich aufgestanden bin, ist mir nämlich ein Einfall gekommen. Es ist jetzt genau 8.45 Uhr und heute ist Sonntag. Und warum spreche ich noch ein bisschen leiser? Ja, weil alle anderen noch schlafen. Mir ist nämlich eingefallen, viele haben ja immer oder fragen öfter so, oh, könnt ihr noch mal eine Morgenroutine oder eine Abendroutine oder sowas machen? Dann ist mir eingefallen, ich glaube, wir hatten noch keine Morgenroutine vom Wochenende. Von allen, wie es denn so läuft. Weil das, was heute, also in der Regel, wahrscheinlich passiert heute, wo ich es filme, passiert wieder irgendwas anderes. Aber in der Regel ist das nämlich so, dass ich sonntags der Erste bin, der aufsteht. Normalerweise kommt dann Leon, dann kommt Katharina. Und irgendwann, wenn wir schon wieder ins Bett wollen, dann steht Lulu auf. Nein, so schlimm natürlich nicht. Aber wie das Ganze abläuft und ob das heute auch so abläuft, das erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Ich würde mal sagen, Morgenroutine am Wochenende, wenn es denn normal läuft. Viel Spaß. Das ist nicht ganz richtig, was ich gesagt habe. Wenn ich der Erste bin, dann ist Imchen hier. Der Zweite sieht jetzt natürlich so aus, als wenn der noch pennen würde, aber nee, der hat schon gefressen, der war schon draußen und dann legt er sich immer quasi noch ab, wartet eine Runde, bis Frauchen kommt, weil das ist immer ganz wichtig. Ne? Herrchen ist das Fußvolk und Frauchen ist die Königin, wie im echten Leben. Oh, ich habe was gehört, es bewegt sich was. Ich würde jetzt vermuten, hört ihr? Weiß ich nicht, ob man das hört. Die Glocken läuten auf jeden Fall. Es ist jetzt 9.27 Uhr. Mal gucken, wer der Erste ist. Ich glaube, ja, Leon. Wir schauen. Oh, da habe ich recht gehabt. Guten Morgen. Guten Morgen. Na? Hast du gut geschlafen? Ja. Bist Nummer 2 heute. Ich war wieder Nummer 1. Ne? Ach nee, du bist Nummer 3. Kloppo war Nummer 2. Wo ist Mama denn? Ist die auch schon wach? Die ist im Badezimmer. Dann, oh! Und er war wieder draußen. Hat doch nicht gewartet. Manchmal kann er nicht so lange warten, bis Frauchen kommt. Ne? So, Mama im Badezimmer. Das heißt, wenn Lulu jetzt keinen Vollspurt einlegt, was ich nicht vermute, die schläft bestimmt noch 2 Stunden, habe ich doch recht gehabt. Ja, guckst du? Wartest du schon? Wartest du schon? Oh, wer kommt denn da? Das ist hier so. Erst der Hund, dann alle anderen. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Der steht halt als Erster vor der Tür. Vor der Treppe. Vor der Tür. Hast du vor der Tür gewartet? Ja, hätten wir mal machen sollen. Von Anfang an. Schöne Hundehütte ab nach draußen. Ja, nee. Haben wir aber nicht. Niemals, ne? So, und jetzt ist es in der Regel so, dass Lulu noch 2 Stündchen schläft. Wir frühstücken dann, was man Frühstück nennen kann. Also ich bin da schon durch mit, weil wir im Moment, wir machen immer Anfang des Jahres 4 Wochen lang eine Stoffwechselkur, entgiften, entschlacken, entsäuern vom Körper und das, da sind wir gerade. Das heißt, mein Frühstück ist eh schon vorbei und der Einzige, der jetzt normal frühstückt, das ist Leon. Hast du Hunger? Ja. Ja. Dann machen wir das mal und warten, bis Lulu wach ist. So? So. Isst du immer Toast mit Nutella? Ja. Meistens, ne? Und dazu? A cup of coffee? Nein. Kakao. So, und es ist mittlerweile 10 Uhr. Und Luisa ist immer noch nicht da. Man hatte Zeit zu duschen, aber ja, sie schläft halt noch. Schauen wir mal, wie lange es heute noch dauert. So, jetzt ist es 11:15 Uhr. Ich hab's euch gesagt. Ich glaube, wenn wir die nicht wecken, dann wird die bis 18 Uhr schlafen. Ne? Ich hau jetzt ab. Ja, wo ist er? Kloppo! Mir ist das jetzt hier zu lange geworden. Kloppo! Ja. Sag mal, hallo? Willst du deine Runde laufen? Wir gehen jetzt, ne? So denn. Und wir könnten es ja mal in die Hand von Siri legen. Mal gucken, ob Siri das hinkriegt. Hey Siri, soll ich Luisa wecken? Ja oder nein? Oh no!
Das läuft ja super mit Siri. Hey Siri, soll ich Luisa wecken? Ja oder nein? Mal gucken, ob Alexa das kann. Alexa, soll ich Luisa wecken? Ja oder nein? Darauf habe ich leider keine Antwort. Alexa, kannst du Kopf oder Zahl? Kopf. Kann sie. Also sagen wir, Kopf ist Luisa wecken, Zahl ist Luisa noch schlafen lassen. Alexa, Kopf oder Zahl? Zahl. Mist. Machen wir gleich nochmal. Wir brauchen Alexa gar nicht. Ich glaube, ich habe was gehört. Guten Morgen. Oder guten Mittag, 11.10 Uhr. Na? Das ist so deine Zeit, ne? Kannst immer sehr lang schläfern. Du bist unser absoluter Langschläfer hier. Das konnte ich früher auch, kann ich nicht mehr. Ich bin ein alter Sack. So. Mal hast du länger mal geschlafen als ich? Ja, vielleicht einmal oder so, ja. Es kommt ja auch mal vor, dass wir vielleicht auf Feiern sind oder so. Das ist jetzt im Moment ein bisschen schwierig, aber in der Regel ist das genauso wie jetzt, ne? In der Regel bin ich immer der Erste, dann kommt meistens Leon runter, weil Mama dann im Badezimmer ist, dann kommt die runter und dann irgendwann... Ich. Ja, und dann ist auch immer so, hast du direkt Hunger? Nee, dann wird immer ein bisschen erst gewartet, bis gefrühstückt wird. Das machen wir aber gleich und Mama ist mit Floro noch unterwegs. Wollte ich gerade fragen, wo ist sie? Ja, die hat uns verlassen. Ja! Aber sie kommt wieder. So, gut, dann machen wir gleich mal weiter. So, jetzt gibt's ein Actimel und auch ein Toast mit Nutella. Und der Mütti ist wieder da. Und da geht draußen. Ja, drei. Oh, und man sieht auch, es ist windig. Ist windig. Ja, es ist sehr windig und ich muss mir jetzt erstmal, ich habe noch keinen Kaffee getrunken. Ja, erstmal nachholen, ne? Ja, Prost. Was denn? Oh, was denn jetzt? Es gibt den Spider-Man No Way Home-Film auf YouTube. Ja, wahrscheinlich auf YouTube Premium. Warte mal. Spider-Man No Way Home Full Movie. Oh, nee, das ist. Da hat den jemand hochgeladen, das darf man nicht. Vor 22 Stunden. Ja, der wird aber auch relativ schnell gelöscht werden bei YouTube. Ja, dann kann ich den gucken. Er ist wahrscheinlich auf Englisch. Geh mal drauf. Ja, kannst doch Englisch. Nein, sowas ist illegal. Ich kann da nicht raufgehen. Das darf man nicht machen. Ich kann da nicht raufgehen. Siehst du, den gibt's schon. Das Video ist nicht mehr verfügbar, weil mit diesem Video verknüpfte YouTube-Konto gekündigt wurde. Genau, die haben den jetzt nämlich direkt gesperrt, weil da hat jemand illegal den Film irgendwo her und hat ihn dann bei YouTube hochgeladen. Das ist natürlich sehr unclever, sein Konto ist jetzt weg. Das macht man auch nicht. Das ist verboten. Dieses Konto wurde auch aufgrund wiederholter oder... Ja, der hat wahrscheinlich mehrere Filme hochgeladen. Und tschüss. Nein, das macht man nicht. Entweder geht man ins Kino oder man wartet, bis er bei Netflix oder Amazon oder Sky oder wer auch immer. Disney Plus, was gibt's denn noch alles? Zigtausend Sachen, bis er da irgendwann ist. Oh, sie überlegt schon wieder. Oh, willst du ins Kino? Du brauchst einen Test. Ist mir egal, dann testen wir uns. Aha. Bitte. Ja, gut. Habt ihr denn schon Spider-Man No Way Home geguckt? Dann sagt doch mal, ob sich das lohnt. Schreibt es jetzt in die Kommentare. Safe, das lohnt sich. Safe. Ey, safe, ey. Ja. For real. Weil Lulu findet ja, wie heißt er? Der Holland-Tom, ne? Der aus Holland. Den holländischen Tom. Ja, yes, der spielt Spider-Man. Ja. Wie findet sie den denn? Was? Cool. Wie findet den, Tom? Cool. Ah. Hey, der ist safe nice, oder? Naja, dann lass es dir erstmal schmecken. Ich glaube, es reicht. So, und was auch immer sonntags noch dazu gehört, zur Morgenroutine, auf jeden Fall doch. Wenn wir aufgestanden sind, wenn gefrühstückt wurde und wenn alles soweit fertig ist, dann gibt es Hausaufgaben, weil vorher passiert nämlich nichts am Sonntag. Und der erste ist schon da, wie ihr seht, schon fertig gemacht. Ich habe eigentlich. Bei Lulu ist es halt wichtig heute, die hat morgen eine mündliche. Übermorgen. Nee, morgen. Dienstag. Montag, oder? Dienstag. Ist ja egal. Mhm. Aber die hat auf jeden Fall eine mündliche Englischarbeit.
Ja. Das ist jetzt wir mal was anderes. Die müssen halt mündlich etwas vortragen. Das ist das Traumhaus. Hier zum Beispiel, wir sollten so ein Traumhaus malen. Oh, ist das das Barbie Dreamhaus? Nein, mein Lulus Dreamhaus. Ach so, das ist dein Dreamhaus. Aha, du hast ein Schlafzimmer, du hast ein Badezimmer. Hast du ein Partyroom hast du in deinem Haus. Ach so. Mit einer Theke. Ein Gästebadezimmer. Living Room, aha. Balcony, ganz wichtig. Hast du auch eine Terrasse? Nee, hast du nicht. Nee, aber dann geht das von der... Vom Balkon geht eine Rutsche in den Pool. Ja gut, das auf Englisch. Ach so, du musst dann beschreiben... Ich muss mein komplettes Dreamhouse beschreiben. Vom Balcony geht der die Rutsche. Was heißt denn Rutsche? So, das ist... Das ist der Grund, warum... Das ist der, niemand, was heißt das Rutsche? Ist der Grund, warum Lulu noch Englisch üben muss. Und was musst du machen? Aber eigentlich kann ich Englisch. Englisch, Mathe, Deutsch. Englisch, Mathe, Deutsch. Na dann aber Vollgas. Lulu sagt, sie kann es. Was? Und du sagst, du kannst es. Dann wollen wir doch mal hören. Erzähl mir, tell me about your dream house. Nein, erstmal muss ich mich vorstellen. Ach so, ja, genau. Also das ist ein richtiger Vortrag. Ja, dann bitte. Hi, my name is Luisa. I'm 10 years old. I live in Germany. I have one brother and I don't have a sister. My hobby is gymnastics. My favorite pet is a dog. There he is, the dog. My favorite color is blue and white and pink. Ja. Blau-weiß, ne? Für alle Schalke-Fans. Das hat damit nichts zu tun. Baby-blue. Baby-blau, so. Jetzt kommen wir zu meinem Traumhaus. Mhm. Gezeigt. Ja, hab ich doch eben schon. Das sieht man eigentlich gar nicht. Ja, hab ich eben doch schon gezeigt. Also? Tell me about your dream house. This is my dream house. My dream house has 7 rooms. Mm-hmm. I have a bedroom, a party room, a living room, a bathroom, a kitchen, and a quest bathroom. Quest? Oder quest oder? Guest bedroom in my dream house. The guest bedroom oder? Na, ich habe doch alles aufgehört schon. Ja, aber das ist nicht guest bedroom. Das okay. Nein, das ist kein Schlafzimmer. Bathroom. Bathroom. Ne? American English Bathroom. British English Bathroom. British ja, ist ein Unterschied. Bathroom. So, weiter. My favorite rooms is the party room and the living room. My favorite rooms. And the silence? Ah. My favorite rooms are party room, living room, and the bedroom. Mm-hmm. What about the balcony and the pool? Die fragen eigentlich nicht. Ja, ich aber. Ich bin ein strenger Lehrer. The balcony and the slide build together. Ah, build together. Ah, build together. The slide. Oh, they are connected. Die sind verbunden. Okay, they are connected. The slide go to the pool. The slide goes straight into the pool. The. Nicht the. 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 TH. The. My dream house. That was my dream house. Oder this is my dream house. This is my dream house. Thank you, goodbye, Chips. Okay. War das gut? Das üben wir nochmal. Fürs erste Mal okay. Ja. So, was fehlt jetzt bei Lulu natürlich noch? Anziehen. Fertig machen, anziehen und Zähne putzen. So, jetzt weißt du ja auch schon, was du anziehen willst, ne? Dann bitte. So, fertig. Ja, das war also unsere kleine Morgenroutine am Sonntag. Also immer erst Hausaufgaben,
fertig haben. Und dann können wir gucken, was wir machen. Ist heute eh ein bisschen schwierig. Es regnet. Zudem, ja, ist es ja auch generell ein bisschen schwierig, gerade heute überall im Moment mit den ganzen Maßnahmen überall hinzulatschen oder so. Aber wir gucken mal, was wir noch machen. Wir müssen auf jeden Fall noch, heute Nachmittag müssen wir noch zu Freunden. Da wird auch noch mal ein bisschen gelernt, ne? Weil ihr macht nämlich den Englisch-Vortrag zu zweit, ne? Du hast ein Dreamhouse und dein Partner hat ein Dreamhouse und dann müsst ihr das beides zusammen vorstellen und das wird nachher noch geübt. Ja, ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche. Es ist natürlich jetzt bei euch nicht Sonntag, aber ja, kommt gut durch die Woche und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss. Tschüss.